Was machst du denn in dieser Folge? Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute geht es wieder los. Wir gehen auf Klassenfahrt, Bruder. Ich glaub's nicht. Wieder Klassenfahrt. Es ist richtig krass, Leute. Jeden Tag ein Klassenfahrt-Video. Dafür will ich jetzt echt 100, 500 Likes sehen oder was weiß ich, wie viele Likes. Wir holen jetzt erstmal den Yeet ab, den Eden, Bruder. Oh, nee, Digga. Bruder, was machst du? Moin, Bro. Aber du siehst, dass ich arm bin, Mann. Ich kann mir nicht mal ein einziges Trinken holen. Bruder, warte mal. Warte mal. Willst du mich komplett verarschen? Du wohnst hier in diesem Haus hier drin? Leider, Bruder. Meine Jobs gehen nicht, funktionieren nicht mehr. Ich krieg nicht mal ein einziges Arbeit. Ja, das ist doch nicht dein Ernst, Bruder. Hättest du mal früher was gesagt, ich hätte dir ein bisschen was finanziert. Aber Leute, wie kann man hier in so ein Iglu wohnen? Dir gar nicht geil. Bruder, komm, steig ein, schnell. Du weißt, Klassenfahrt und so. Sei mal ein bisschen motivierter, vergiss mal dein Armleben. Jetzt kommt Richie, verstehst du? Ja, Bro. Ja, sehr gut. Okay, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall dahin. Oh, es wird richtig krass, Bruder, hier mit Herrn Müller. Er ist unser Sportlehrer. Es wird richtig krass, Bruder. Freust du dich, sehr ehrlich? Ja, schon eigentlich. Ah, dann ist doch gut, Digga, dass du dich freust, weil irgendwie, ich hab so das Gefühl, du freust dich nicht. Bruder, kann das sein, dass weil Herr Müller letztes Jahr dich so ein bisschen angefasst hat und so, diese unangenehme Situation? Ja, ich verstehe ihn nicht, er ist ein bisschen komisch. Er ist echt ein bisschen komisch, Leute, unser Sportlehrer ist echt ein bisschen verrückt gekommen. Wir wissen auch nicht, was er manchmal hat. Manchmal fässt er uns so ein bisschen an und so, das macht gar keinen Spaß. Da vorne wartet er schon. Ach, so ein Ding ist das. Herr Müller, wir sind da, hallo, hier, hallo. Herr Müller, wir sind da. Ja, zur Seite, ja. Wow. Oh mein Gott, servus. Nate, warum ist es so spät? Und du auch. Ey, ich sag dir ehrlich, ne? Also, schau mal, ne? Jetzt Geschichte diesmal ist ein bisschen anders. Ich bin gekommen mit Auto, Sprit war leer. Ich musste wieder zurückfahren, tanken und dann wiederkommen. Und bevor ich hier war, war wieder leer. Ich musste wieder zurückfahren und dann wiederkommen. Verstehst du? Deswegen sind wir zu spät auf Klassenfahrt. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Okay, Nate, das ich. Verzeih dir. Verzeihst mir, okay, sehr gut, Herr Müller. Jetzt komm, gehen wir auf unser Zimmer, oder? Ja, Bro. Bro, der ist ja richtig verrückt, Mann, hast du das gesehen? Wie er so, wie er redet und so. So, der redet so richtig komisch. Bruder, als hätte er so einen Stock. Als hätte er einen Stock. Der ist doch seit Anfang an komisch. Ich check ihn nicht. Schwör's dir, Bruder, das gibt gar nicht, Mann. Er redet wirklich, als hätte er einen Stock in seinem Arsch drin. Was ist das, Mann? Wieso redet er so? Ich versteh's einfach nicht. Alter, Bruder, ist das unser Zimmer? Digga, mach die Tür zu, Bruder. Oh mein Gott, ist das unser Zimmer oder was? Ich glaube, wir haben das beste Zimmer bekommen. Bruder, wir haben das allerbeste Zimmer bekommen. Schau dir mal diese Aussicht an. Oh, boah, Junge. Oh. Krass, Digga. Krass. Digga, wir haben ein krasses Zimmer bekommen, Junge. Sehr geil. Oh mein Gott, Junge. Dafür, ich werde Herr Müller dafür echt auf den Arsch küssen. Ich schwör's dir. Ich geh jetzt hin und küsse deinen Arsch. Herr Müller, warten Sie mal kurz. Sie haben uns so ein schönes Zimmer gegeben. Ich schwör's dir, dreh dich mal kurz um. Ah, okay, nee, das ist ein Schwach. Digga, das ist ja absolut cringe. Der macht das wirklich. Okay, nein, alles gut, Herr Müller. Alles gut. Alles gut, ich schwör, alles gut. Kein Stress. Wir wollten nur Danke sagen, Herr Müller. Danke. Wir wollten nur Danke sagen für das schöne Zimmer, richtig. Ja, ich kann euch anders bedanken, wenn ihr wollt. Mein Zimmer ist immer offen. Herr Müller, Sie sind doch unser Lehrer. Wieso sagen Sie sowas? Ist ja ein bisschen komisch, wenn du sowas sagst. Dann denken wir halt komplett falsch, wenn Sie sowas sagen, oder nicht? Ach, ich bin nicht komisch. Ich bin nur ein bisschen jüngerer, aber alles gut. Hat der Sachen getrunken oder so? Ich hab keine Ahnung, aber der ist echt verrückt. Er sagt einfach, er ist an Jugend interessiert. Digga, das ist Berufsverbrechen. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollten jetzt alle weggehen. Bruder, wir müssen die anderen Schüler informieren, verstehst du? Steht auf Jüngere, hat er selber gesagt. Er steht auf Jüngere, hat er gesagt, Bruder. Das geht doch nicht. Aber ich bin dir ehrlich, lass mal Herr Müller ein bisschen verfolgen. Ich weiß gerade nicht, wo er hingegangen ist, aber lass mal ein bisschen verfolgen. Wir müssen sehen, wo er ist. Leute, das kann nicht sein. Wir sind hier auf Klassenfahrt. Und wisst ihr, was Herr Müller sagt? Er sagt, er steht auf Jüngere. Und wir können uns anders bei ihm bedanken, weil unser Zimmer so schön ist, ja. Alter Schwede. Gibt's hier so ein Seil, da können wir uns hochziehen. Und danach können wir oben sehen, wo Herr Müller vielleicht ist. Bruder, das gibt's nicht. Verstehst du, was ich meine? Alter Schwede, der trainiert da gerade da vorne. Oh, Herr Müller trainiert. Komm her, schnell. Weißt du, was wir jetzt machen? Wie wär's, wenn wir ihn zulauschen und zuhören, was er macht? Weil ich habe die Mädels hier gar nicht gesehen. Wo sind eigentlich die Mädels, die auf das Fatz sind? Keine Ahnung, ich hab die auch nicht gesehen. Bruder, ich, das ist ganz komisch. Oh, ja. Die Mädchen, die sind so jung und ich kenn sie direkt hier. Vielleicht nehme ich euch aufs Zimmer und zeigt ihnen, dass sie mal richtig schwitzen. Digga, was hast du gerade gehört, Bruder? Er will zu den Mädchen gehen aufs Zimmer und will denen wirklich Sport beibringen. Verstehst du? Das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Leute, das geht nicht weiter. Das geht so nicht weiter, Bruder. Wir müssen ihn verfolgen, wenn er gleich losgeht. Schau mal, wie er trainiert. Warum macht er das? Für wen? Ja, er ist richtig komisch. Boah, das geht gar nicht, Alter. Schau dir das mal an. Ey, wir müssen jetzt warten, bis er losgeht. Ja, Leute, wir werden ihn jetzt auf jeden Fall verfolgen. Na gut, jetzt war auch eigentlich ganz hübsch. Ah, ja. Ich bin schon ganz wuschig.
bei den Vorstellungen vertreiben. Hast du gehört, Bro, was er gesagt hat? Bruder, der ist nicht normal. Irgendwas stimmt mit seinem Kopf nicht. Ich glaube, er hat Schokolade in seinem Kopf drin. Weißt du, was ich meine? So dieses was passiert in meinem Kopf. Das ist wirklich so. Er sucht das Zimmer von den Mädels. Ist er wirklich im Zimmer von den Mädels? Ich dachte schon. Pass auf, dass er uns nicht sieht. Er hat gerade nach hinten geschaut. Pass auf. Valenza. Komm raus, ich hab schon überpackt für dich. Komm schnell. Er darf uns nicht sehen, versteck dich. Er kommt, versteck dich. Er denkt, glaube ich, wir sind die Mädels. Nein. Wow, mit ihm ist was passiert. Er ist richtig komisch. Oh. Was ist das für Klassenfahrt? Ich schwör's, ich geh gleich wieder nach Hause. Komm, schnell, wir müssen langsam gehen. Wo ist er? Da sind die Mädels. Er redet mit denen. Hallo Chantal, hallo Marlene. Na, wie geht's euch so? Uns geht's gut. Was wollen Sie jetzt? Mädels, ich muss euch mal ein bisschen Tennis beibringen. Kommt mal mit. Okay. Bruder, vielleicht haben wir das auch alles falsch verstanden und er will denen einfach nur Sport zeigen. Weil er will den Tennis beibringen. Boah, das könnte wirklich sein. Also ich sag euch ehrlich, das könnte schon wirklich sein, aber ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Es kann alles sein. Aber wir werden jetzt nochmal der Sache auf den Grund gehen. Alter Schwede, Bruder, das ist doch nicht normal. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ah, Bruderherz, Bruder, das geht gar nicht. Ja? Ich hab gehört, dass der Lehrer mit den Mädchen hier Tennis machen und immer am Arsch klatschen will und so. Was redest du, Bro? Wo hast du das gehört? Ja? Wo? Also bei dem Mädchen, weil ich war hinter dem Mädchen. Nein, das stimmt doch nicht, Mann. Das stimmt doch nicht. Das kann doch nicht sein. Man denkt, der Lehrer geht da hin und fresst den Mädels am Po an. Das gibt's doch gar nicht, Digga, Bruder. Oh, guck, der kommt schon hin, guck. Wo hast du das gehört, Bro? Nein, keine Ahnung. Da hat sie mit sich selber geredet. Da kommt mal mit, lass mal weiter spionieren. Ich will mal echt jetzt sehen, was da abgeht. Ich hab dir doch gesagt, der ist voll komisch, Mann. Was machen sie da? Warum haben sie mir auf den Arsch geklatscht? Ich war nicht gewollt. Komm, dreh ich um mich, bin gemacht dabei. Nein, das mach ich nicht. Dreh mich um. Okay. Das ist ja richtig schlimm, Leute. Was ist das für ein Sportler? Er zwingt sie, glaube ich. Wer erpresst sie? Jungs, denkt ihr, diese Geschichte geht die ganze Zeit schon weiter? Oder ist es schon länger so? Ich versteh's nicht, Leute, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, dass diese Mädchen psychisch unter seiner Macht liegen. Der zwingt sie, versteht ihr, was ich meine? Hey. Klatschen sie mir auf den Po. Nee, ich hab doch gar nichts gemacht. Komm mal mit mir, ich will dir was zeigen. Digga, das ist doch nicht sein Ernst, Bruder, was will er machen mit dir? Okay. Du meine Güte, Digga, Bruder, das läuft in ganz komische Richtungen. Okay, er geht jetzt auf jeden Fall jetzt mit den Mädels runter. Ich bin mir jetzt nicht sicher genau, was er mit denen machen will. Er geht vielleicht mit denen in ein Zimmer. Das ist aber auch nicht gut, ne? Also, ich bin euch ehrlich, das ist nicht gut, ne? Was macht er? Sollen wir da rein, oder was? Ja, kommt mal rein, ich hab eine Überraschung für euch. Digga, das ist nicht sein Ernst, Alter. Ich schwör's euch, das ist nicht sein Ernst. Oh nein, hier, was macht er denn mit denen? Und was wollen sie jetzt von uns, Herr Lehrer? Meine, jetzt nicht mal auf die Couch, ich will dir mal zeigen, was passiert, wenn man nicht gehorcht? Leute, ich glaube, ich muss gleich eingreifen. Ich bin nur schnell, ich muss gleich eingreifen, weil ich finde, das geht gar nicht. Das ist gerade gar keine gute Situation. Ich muss gleich eingreifen. Ich werde gleich sagen, ich habe meine Hausaufgaben und so gemacht, weil der wird jetzt bei mir bestimmt nicht so sein wie bei denen. Versteht ihr? Er wird dann sich denken, so, was passiert hier gerade? Aber ich warte auf den richtigen Moment, bis ich eingreife. Habe ich auch. Ihr sieht so süß aus, wenn ihr die Sportkleidung trägt. Ich will mal sehen, wie der runter aussieht. Digga, was wollen Sie jetzt von uns? Entschuldigung, Herr Müller, ich habe kurz eine Frage. Ja. Sorry, dass ich ungestört reinkomme. Zwar, wollte ich fragen... Wartet hier. Geh raus. Also, Herr Lehrer, ich wollte fragen, können Sie mir vielleicht ein bisschen Tennis beibringen? Würde mich auch sehr freuen. Vielleicht danach, vielleicht nachher. Ich hab wieso nicht jetzt? Ich würde gerne jetzt aber Tennis. Ich würde jetzt gerne Tennis lernen. Geht das jetzt? Jetzt, sofort. Okay, warte kurz. Ich bin gerade abgehauen von ihm. Er denkt, ich bin beim Tennisplatz oben. Aber wir müssen die Mädels befreien und wir müssen hier vom Klassenfahrt abhauen. Versteht ihr? Leute, ich hab Plan. Gehst du mit ihm hoch und wir zwei holen die Mädchen da raus. Jungs, aber was passiert dann mit mir? Er wird mich entführen vielleicht. Ihr müsst abhauen. Ihr müsst von hier sofort weg. Wir kommen dann zu dir hoch. Ihr müsst wieder zurück. Nein. Ihr müsst die Mädels packen, ins Auto und wegfahren. Wieder von Klassenfahrt weg. Versteht ihr? Das geht so nicht weiter. Er hat gerade zu den Mädels gesagt, wenn ihr euch auszieht, dann werde ich euch klären. Versteht ihr? So geht das nicht. Das ist nicht schön. Schnell. Geht weg. Aber Mädels. Ja. Ich hab keinen Führerschein. Bruder, egal. Warte. Ich hab Führerschein. Sehr gut. Komm. Warte mal kurz. Die Mädels weinen schon. Hey Mädels, alles okay bei euch? Nein, der Lehrer will von uns Sachen, die wir aber nicht wollen. Schnell, komm mit. Er will, dass wir uns ausziehen. Nein, das wird niemals passieren. Leute, ihr werdet hier, die Tür ist verschlossen. Der Lehrer wird hier niemals reinkommen. Bleibt hier, bis später. Ich gebe euch ein Zeichen. Ja. Danach springt ihr runter und kommt runter zum Auto da vorne und ich fahre euch weg. Habt ihr verstanden? Danke, Nates. Machen wir. Ich muss aber mit dem Auto erstmal hier hinkommen. Ich gehe jetzt erstmal zum Lehrer nach oben. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Habt ihr verstanden?
Ja, mach das. Okay, sehr gut, Freunde. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Oh mein Gott, er will mir jetzt Tennis... Oha, hier! Nate, was wolltest du da gerade eben noch? Ah, ich habe voll vergessen, dass ich da hochkommen soll. Aber jetzt können wir ja hochgehen, kommen Sie. Nate, hat schon jemand gesagt, dass du einen geilen Arsch hast. Wie bitte? Weißt du, wie Tennis richtig funktioniert? Mit den ganzen Stellungen und sowas? Soll ich ja vielleicht behilflich sein? Mit welchen Stellungen? Also von Tennis oder was? Oder meinen Sie andere Stellungen? Tennis. Oh, ja, weiß ich eigentlich schon, ja. Wollen Sie nicht auf die andere Seite, weil das muss man ja zu zweit spielen. Was machen Sie die ganze Zeit bei mir? Ich wollte nur mal gucken. Also, Leute, es wird einfach nur unangenehm. Es ist die ganze Zeit unangenehm, ich schwör's euch, das macht gar keinen Spaß. Dann schießen Sie doch mal den Ball rüber. Ja. Ah, ich muss mal kurz auf die Toilette, ich hab echt hier voll Bauchschmerzen. Oh. Ach, hast du etwa Bauchschmerzen? Soll ich dir etwa dabei helfen und vielleicht mitkommen? Nee, lieber nicht. Ich geh mal ganz schön alleine auf Toilette. Ich komm gleich, ja? Leute, das ist der beste Zeitpunkt, abzuhauen von Klassenfahrt. Ich weiß euch, hier, dieser Sportlehrer, der ist doch geisteskrank im Kopf. Ich muss schnell hier das Auto holen. Und wenn ich das Auto geholt habe, muss ich da hingehen und zum Treffpunkt und die Leute abholen. Digga, das geht nicht so weiter. Das geht so nicht weiter. So kann es nicht weitergehen. Leute, das geht nicht. Ich bin dicker Hals von Berlin. Das geht doch nicht. Oh mein Gott. Und schnell Auto holen. Schnell. Bevor er Wind davon mitbekommt. Weil Stefan verfolgt mich gleich. Stellt euch mal vor, er verfolgt mich gleich und sagt, Nate, du brauchst viel zu lange, um auf Toilette zu gehen. Wo bist du denn? Ja, das wäre katastrophal, ich schwör's euch. Das wäre gar nicht gut. Wo bin ich hier, Leute? Dieses Klassenwort. Sagt mir, er hat hier Waffen versteckt hier irgendwo. Das ist ein kleines Gefängnis hier. Oh, Leute, ich will nicht wissen, was er hier mit irgendwelchen Leuten gemacht hat. Ich will es auf jeden Fall nicht wissen, Leute. Aber der hat hier irgendwas gemacht. Der hat hier irgendwas gemacht, was er nicht machen sollte. Zu viel Licht und da ist gar kein Platz. Ich muss das Auto da hinten nehmen. Oh mein Gott, Leute, das habe ich gar nicht bedacht, Alter. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Nein, das geht doch nicht. Schnell, einsteigen. Okay, ich muss da schnell auf die andere Seite. Ey, schnell, kommt runter, Jungs und Mädels. Steigt ein, schnell. Bevor der Lehrer kommt. Schnell. Steigt ein, schnell. Sehr gut. Native, ich werde dich kriegen. Euch alle. Ja, wir werden jetzt zum Direktor gehen alle und dann bist du ja gekickt aus der Schule. So kann man doch nicht weiterleben. Jungs, die Klassenfahrt eskaliert ja komplett. Das geht ja gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Er schießt auf uns. Was redest du? Bist du bescheuert? Ja doch. Nee. Schnell geh in das andere Auto rein. Geh in das andere Auto rein. Schnell. Ich nehm die Mädels mit. Oh, Mädels, na was geht? Feiert ihr mein Auto? Seid mir ehrlich. Ja. Ey, aber warte mal kurz, meine Frage nebenbei, was hat der Lehrer eigentlich mit euch alles gemacht? Er hat uns angefasst und hat uns gesagt, wir sollen uns ausziehen. Ja, was? Und er hat gesagt, wir sollen tanzen. Der hatte das wirklich gesagt? So im Ernst oder auch Spaß nur? Ernst. Aber wenn ihr Lust habt, ihr könnt voll bei mir heute übernachten, ne? Ich hab sturmfrei, meine Eltern sind nicht da. Habt ihr Lust oder so? Ja, können wir machen. Ja, ich hätte echt auch kurz Lust. Ja, Mann, perfekt, kommt gerne rein zu mir. Leute, oh mein Gott, Alter, Klassenfahrt hat die krasseste, beste Wendung auf der ganzen Welt genommen. Ich habe hier sogar zwei Mädels mit zu mir nach Hause genommen. Das wird geisteskrank. Vielleicht kommt ihr Yid dann später auch noch zu mir. Es wird einfach legendär. Es wird wirklich schön. Es wird einfach super schön. Geil. In diesem Sinne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt in die Kommentare rein, was wir als nächstes Video machen sollen. Creator Code I'm Natus, wenn ihr mich supporten wollt. Und ihr könnt sehr gerne mir auf TikTok folgen und auf andere Kanäle oder auf meinen Discord-Server kommen, wenn ihr auch bei den Videos mitmachen wollt. Ob ihr Mädchen oder Junge seid, ist eigentlich relativ egal. Ihr müsst einfach nur wissen, wie man bei Roleplays macht. Und hier sind wir bei meinem schönen Haus angekommen. Yay!